Servus YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Heute gibt es eine neue BSG Hybrid Challenge mit sehr interessanten Spielern. Zunächst muss man dazu sagen, direkt am Anfang, dass es wieder nicht funktioniert hat, alle Spieler einzubauen. Der Kommentar kam von YOLO Swaggerboy 69, wieder ein sehr cooler Vorschlag mit den meisten Likes. Bronze Ian Gödel sind 42 Jahre alt, Timo Werner als Silber mit 18 Jahren und Niklas Bendtner, der Stürmer, der Lord, als Goldspieler. Allerdings konnte ich Gödel ums Verrecken nicht einbauen und hat mir einfach nicht gefallen. Deswegen habe ich mir John Flanagan rausgesucht, einen erneuten jungen Spieler auf der rechten Verteidigerposition vom FC Liverpool, und der ist zum einen besser für die Chemie, weil das Team so cooler aussieht, und auf der anderen Seite ist natürlich auch Flanagan ein sehr, sehr guter Spieler. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für das Feedback von der letzten Folge. Es wäre cool, wenn wir diesmal wieder so um die 180, vielleicht 200 Likes schaffen, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Und die Pack Road to Glory werde ich mittlerweile auf Skype schon gefragt. Ich habe schon auf Facebook geschrieben, aber ich muss noch mal in einem Video sagen, die geht sobald los, sobald in der Web-App die Server wieder funktionieren, beziehungsweise der Transfermarkt, denn dann kann ich die 40.000 Coins ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie viele sind, kann auch deutlich mehr sein, kann auch sein, dass es 100.000 sind, ich weiß nicht mehr genau, schon ein bisschen her, dass ich die darüber transferiert habe. Sobald ich die über die Web-App, weil ich mich auf meiner Xbox One nicht auf den Account mit Robben einloggen kann, auf einen anderen Account machen kann, mit dem ich dann auf der Xbox One spielen kann und die Pack Road to Glory machen kann. Ich hoffe, das war verständlich. Sobald das funktioniert, geht die Pack Road to Glory los. Das könnte aber noch ein paar Minütchen, sage ich mal, dauern, je nachdem, wie schnell EA das Ganze macht. Seid auf jeden Fall geduldig, es wird in Kürze losgehen, und ich habe noch einige coole Ideen für diese Pack Road to Glory. Also stay tuned und bleibt auf der Facebook-Seite am besten aktiv oder liked sie, wenn ihr sie noch nicht geliked habt, würde ich mich sehr darüber freuen, auch wenn ihr bei Tobi vorbeischaut, auch dazu ist der Link in der Videobeschreibung beim Schützling. Und ich denke mal, dass euch die Pack Road to Glory und das neue Konzept, was mir heute Morgen eingefallen ist, sehr gut gefallen könnten auf jeden Fall. Wir kaufen jetzt hier Santi Cazorla, das ist unser, ich glaube, vorletzter oder drittletzter Spieler für dieses Team, unsere kleine Chemiehure da vorne drin. Ihr seht das ganze Team hier gleich nochmal in voller Schönheit und dann erkläre ich euch nochmal, was da alles so steht und warum das da so steht. Das ist übrigens ein No Links Wasted, ich glaube 5 Nationen, 4 Ligenteam oder sowas in der Richtung, in der Preisklasse. Wir zählen gleich einfach nochmal nach, während wir im Screen sind, und dann erzähle ich euch das Ganze nochmal. Als letztes kaufen wir Lukas Radecki von Brøndby, den Silber-Inform-Finnen-Keeper, und der steht bei uns im Tor, ein sehr cooler Spieler, einfach weil er Finne ist, ist der in diesem Team. Dann haben wir da Dumic in der Innenverteidigung mit Aga, beide sehr gute Spieler, vor allem Dumic mit Low-Halber-Raten, ist ein richtig nicer Bronzespieler. Auf der rechten Seite haben wir dann John Flanagan, wie ich gerade schon angesprochen habe, ein sehr junges Talent von Liverpool, der auf jeden Fall eine große Zukunft haben wird bei diesem Traditionsverein. Mit Engine Chemistry Cell wird er gespielt. Auf jeden Fall ein sehr guter rechter Verteidiger, Bronze England. Links dann Marcel Schäfer, der ungefähr etwas non-rare-goldene Christian Panda. Links dann Timo Werner, das Talent vom VfB Stuttgart. Leider nur mit 3 Sterne Skills und 3 Sterne Weakwood, aber dafür 89 Tempo ist die geupgradete Version. Der Non-Upgrade war ja Bronze. Mittelfeld dann, hier ist Red, hier ist White, hier ist Dennis Dynamite, Leon Andreasen neben Lasse Schöne von Ajax Amsterdam. Natürlich Andreasen von Hannover 96. Und auf der rechten Seite haben wir dann neben unseren beiden Longshot-Mittelfeldspielern den guten Bojan Krkic, der ja von Barcelona kommt, ursprünglich letzte Saison bei Milan gespielt hat und diese Saison jetzt bei Ajax ist. Der ist ja so ein richtiger Wandervogel, auf jeden Fall steht er mit Forster-Skills. Auf der rechten Seite der andere Forster-Skiller im Team ist dann Santi Cazorla als Stürmer, den brauchte ich für die Chemie, ich hätte auch Arteta hinstellen können oder Iago Aspas oder irgendwas, aber dann wäre Bendtner nicht auf 9 Chemie gekommen, und der muss natürlich auf 9 Chemie kommen, der Lord, und um den geht es sozusagen in diesem Team. Wir springen direkt rein in die erste Partie, und da kommen wir gegen dieses Team hier, nur ein bisschen Boca Juniors mit Paredes, mit Rodriguez ist, glaube ich, auf links, Icardi vorne drin, Leo Gago als Sechser, nee, nicht Leo Gago, Gago als Sechser, glaube ich, rechts Isaac Cuenca und Innenverteidiger ist irgendein Non-Rare-Typ, ansonsten nur Bronzespieler, und das war die einzige Situation in diesem Spiel, denn ihr könnt es, denke ich mal, ahnen, was passiert ist. Nach dieser Aktion hat sich das Spiel einfach mal wieder gedacht, beziehungsweise die A-Server haben sich gedacht, ey, der Max, der ist ein bisschen scheiße, den hauen wir mal raus, der hat ein, kreatives Team gemacht, deswegen werfen wir ihn raus, und das war ziemlich scheiße, und somit geht das erste Spiel verloren, aber das zählt natürlich nicht, deswegen kommen natürlich noch 2 weitere Spiele. Und nach einem kleinen Cut gehen wir direkt rein ins zweite Spiel dieser Episode, beziehungsweise in das erste vollwertige gegen dieses kleine 2-Ligen-Team mit Neto, Diakite, Abate, irgend paar Koreanern, Leonardo, Kim Jong-wook vorne, Nainggolan, Guarin und Ibabo auf der anderen Seite, und wir springen da rein mit einem Schuss von Santi Cazorla nach dem Pass von Bendtner, wunderbar hier durchgesteckt, und da ist der Schuss mit links, aber Neto hat keine Probleme, den rauszufischen. Die nächste Chance hat dann unser Gegner mit dem Loppas hier außen auf Leonardo, ist es, glaube ich, oder Guarin, und richtig, richtig gute Parade von Radecki im Tor da, unserem
finnischen, ja, Superkeeper, würde ich mal so behaupten. Richtig schönes Ding hier von ihm. Und dann geht es weiter mit Leon Andreasen. Richtig schön Finesse-Schuss, aber leider geht der wieder in die Arme von Neto, beziehungsweise kann Neto den klären. Und die Ecke kommt dann in die Mitte von Santi Cazorla. Da steht Dumic, und Dumic mit dem Kopfball übers Tor vollkommen frei und allein gelassen, aber kann die Situation nicht ausnutzen. Dann Santi Cazorla und die erste Aktion vom Lord. Da ist der gute Lord Bendtner, zieht in die Mitte, zieht wieder nach außen. Was macht er jetzt? Er schießt und der Ball ist drin. Mein Gott, was für ein Tor von Lord Bendtner. Richtig geil gemacht in der Situation. Wunderschöner Longshot von unserem dänischen Superstürmer. Wunderbare Aktion, aber der Gegner dachte sich, okay, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Kommt jetzt hier mit Nainggolan an den Ball, versucht natürlich auch den Longshot. Der Ball kommt glücklich zu ihm zurück und er zieht drauf und Hradecki hat keine Chance, den zu halten. Und somit steht es 1:1 nach 42 Minuten. Die Führung hat nicht lange gehalten, aber was will man machen? Schöner Ausgleich hier vom Gegner in der zweiten Halbzeit. Ist auch wieder nicht viel passiert. Dann der Fake-Shot von Ibabo, kommt glücklich vorbei, zieht ab und wieder sieht Hradecki nicht gut aus, beziehungsweise kann nichts machen. Und der Ball geht in die lange Ecke zum 2:1 nach 71 Minuten. Und ich muss leider sagen, danach ist nicht mehr viel passiert. Ich habe es versucht, aber ich konnte nicht mehr rankommen an dieses, ja, Tor des Gegners. Dementsprechend am Ende ein 2:1 für den guten Mann mit seinem, ja, koreanischen Liga- und Serie A-Mix. Ist nicht so schlimm. Leon Andreasen ist bester Spieler des Tages und wir haben ja noch eine dritte Partie, um alles rauszureißen hier. Und in dieser Partie haben wir ein bisschen Glück, denn wir kommen gegen dieses Team. Sehr, sehr wenig Chemie, nur Hüntela, ich glaube Khalifa ist es vorne, Wilshere, Morrison vielleicht, ich habe keine Ahnung, Sergio Sanchez und Begovic als einzige Goldspieler, also quasi ein Starterteam, und das ist natürlich nicht so geil gegen unser geiles BSG mit voller Chemie, und das wird der Gegner auch zu spüren bekommen. Erste Szene, der Ball kommt auf Leon Andreasen, der mit dem langen Ball nach vorne auf Bojan Krikic, und Bojan mit dem Schuss mit links, und der Ball geht in den Winkel zum 1:0 nach 17 Minuten. Es hat lange gedauert, um ein bisschen in die Partie reinzufinden, aber dann ist Bojan da und macht ein richtig schönes 1:0, und jetzt haben wir natürlich Blut geleckt und wollen weitermachen mit dem schönen Tore schießen. Und die nächste Szene wird auch wieder richtig nice, denn der Ball kommt hier auf Niklas Bendtner. Niklas Bendtner stoppt den Ball mit dem Lupfer und da ist Cazorla. Santi mit dem wunderbaren Seitfallzieher zum 2:0 nach gerade mal 19 Minuten, nur eine Minute später quasi mit dem Tor. Und dann hatte Schäfer, Bock Schäfer mit diesem wunderbaren Pass nach außen auf Santi Cazorla. Der kommt da zum Glück noch ran. Was für ein Traumpass. In der Mitte ist Bendtner, die Flanke von Cazorla kommt auf den Kopf von Bendtner und der macht das 3:0. 22 Minuten gespielt und wir haben das zweite Tor von Lord Bendtner in dieser Episode im zweiten Spiel offiziell. Das erste zählen wir natürlich nicht mit, das wird zwar in den Statistiken gezählt, aber zählt hier natürlich nicht. Und naja, danach haben wir ein bisschen nachgelassen, haben es hauptsächlich mit Longshots versucht, da ist Andreasen mit dem schönen Schuss und der geht übers Tor, aber wie gesagt, nur mit Longshots versucht. Einmal vor der Pause nochmal ernst gemacht, aber ansonsten nicht mehr wirklich viel geleistet. Cazorla hier setzt sich durch mit dem Lob auf Bendtner, Bendtner ist frei durch und die lässt er sich natürlich nicht nehmen, diese Chance zum 4:0 nach 42 gespielten Minuten. Schöner Abschluss von unserem Lord, aber nicht zu aufwendig. Und eine Szene gab es da noch. Hier ist Werner, bricht ab. Naja, 70. Minute ungefähr. Dabei kommt auf Bendtner und Bendtner mit dem wunderschönen Volley. Was war das denn? Da zeigt er mal, dass er wirklich ein klasse Stürmer ist. Wunderbares Tor hier zum 5:0 von dem Superstar, von dem Mann, der eigentlich bei Barcelona spielen müsste und nicht bei Arsenal. Richtig geil gemacht. Sieht man auch nochmal in der Wiederholung, wie er den Ball mit der Brust annimmt und direkt mit dem Volley in den Winkel verwertet. Ich meine, gut, der Torwart war nicht so gut, aber trotzdem richtig geiles Tor von Bendtner. Und dann habe ich die letzten 20 Minuten ungefähr versucht, mit Hradecki durchzulaufen und ein Tor noch zu schießen. Hier kommt er das letzte Mal nochmal richtig schön durch, geht in den 16er, wird kurz davor gefoult und dann wird das Spiel abgepfiffen. Beim Stand von 5:0 kann man nichts mehr machen. Leider kein Tor von Lukas Hradecki hier, aber trotzdem gewinnen wir das letzte Spiel mit 5:0 und kommen somit zum Resümee von diesem Team. Ich denke mal, dass das Spiel, ja, verdient gewonnen wurde. Ich glaube, der Gegner hatte einen Schuss, ich hatte 30. Das sagt schon einiges über die Partie aus. Und ja, kommen wir mal zur Zusammenfassung von dem Team. Ich muss ehrlich sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Hradecki war ein super Keeper, hat sehr viel Spaß gemacht. Acker könnte man noch ersetzen, aber es gibt wirklich fast niemanden, den man da hinstellen könnte, außer eventuell Okoro und dann rechts, ja, sowas wie Loughton, aber Loughton ist halt langsam und das ist nicht so geil. Trotzdem sehr gute Verteidigung allgemein. Schäfer auf links ist auf jeden Fall auch ein guter Spieler. Mittelfeld war sehr gut. Andreasen hat einen richtig geilen Schuss und ist eigentlich auch richtig schnell unterwegs, genau wie Schöne, beide sehr gut außen. Werner war mir ein bisschen zu unauffällig und ein bisschen zu unbeweglich, ich hatte keine Forster-Skills, im Gegensatz zu Bojan, der ein bisschen besseren Eindruck gemacht hat. Trotzdem auf jeden Fall Werner ein guter Spieler, genauso wie Bojan auch. Und Santi Cazorla war ein sehr guter Stürmer, natürlich nicht mit perfekten Workrates, aber trotzdem gut. Und Bendtner war der Lord und hat mir richtig geil gefallen. Wenn ihr euch das Team auch kaufen wollt, schaut bei Randyron vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, da gibt es Münzen, PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben und so weiter und so fort. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen, schreibt eure Vorschläge wieder in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, ciao.